Türen. Türen, Türen, Türen dürften vielleicht bei den Wänden sein. Nein. Wo sind denn hier die Türen? Da. So. Hast du welche mit Glas? Und wenn ja, ist das Glas heile. Nein, du hast keine mit Glas. So eine Fliegengittertür will ja auch keiner. Die passt ja auch nicht. Gut. Warum passt hier keine Tür hin? Aber das muss ich jetzt auch nicht verstehen, ne? Ich werde doch hier eine Tür hinbauen können. Passt denn hier drüben noch eine Tür hin? Ach, ich kann hier keine Türen mehr einbauen? Ach, jetzt mal ehrlich, das ist doch echt blöd. Das ist jetzt echt doof. Ich muss doch hier die Möglichkeit haben, die Türen auszubessern, wenn sie defekt sind. Und wenn es geht mit optisch angenehmeren Türen. Also wie gesagt, die gefällt mir. So mit dem Fenster. Aber das, nö, geht nicht. Finde ich total blöd. Also bleibt mir keine Alternative, als da jetzt so eine Wand hinzuklotzen. Was ich bezweifle, dass das richtig geht. Pass mal, ich habe eine Idee. Indem ich, nein. Würdest du dich denn so einbauen lassen? Oder hier, nehmen wir doch diese Wand. Würde diese Türwand sich hier... Nein. Nein. Das wäre jetzt cool, wenn man die Tür einfach ersetzen könnte. Nein. Das hätte mich auch gewundert. So. Und diese kann ich definitiv nirgendwo einbauen. Ach, ist doch blöd. Das ist doch jetzt echt blöd. Wenn ich das mal sagen darf. Nur so? Aber wer will das denn so? Weil ich glaube nicht, wenn ich das jetzt so mache, dass sie wirklich abschließt, ne? Das ist viel zu weit noch von der... Nee, das ist viel zu weit von der Wand entfernt. Das geht ja gar nicht. Das geht ja echt nicht. Was sagt denn unsere Holzwand? Holzwand ginge innen. Nein, MacReady. Ach, da hast du aber Glück gehabt. So, Mädel. Wenn wir dich jetzt hier hin... Passt du noch ein bisschen weiter rüber? Ja, wenn wir dich jetzt hier hinpacken und dich jetzt dahin. Ist nicht schön. Ist dicht. Hier drüben, das haben wir jetzt auch dicht gemacht, bestimmt. So gut wie. Okay. Nee, da kommst du nicht mehr durch. Da ist vorbei. So. Ah, du hattest doch gerade. Sehr schön. Also hier beziehst du deinen Strom. Ungefähr da. Pass mal auf, dann nehmen wir dieses Sofa. Drehen es mal ein bisschen. Machen das mal hier hin. Nehmen den hier. Ah, wir müssen nochmal das... Den Teppich. Ach, der ist Schrott. Okay. So. Schade, dass man diesen... Oh. Okay. Schade, dass man diesen Schrotthaufen hier nicht entsorgen kann. Teppich. Teppich. Teppich ist Deko. Teppich ist Deko. Und... Mädel, du, gehst mal eben dahin, bitte. Pass auf, nein, ich habe mit dir noch was vor. Du, aber das geht wirklich,
Wo haben wir dich denn? Wir wollen... das. Und das. Und das. Pass mal auf. Weißt du, was du Nettes machen kannst? Das stelle ich dir extra mal hier hin. So. Wird noch gerade gerückt. Komm mal her. Und zwar bist du hierfür verantwortlich. Sicher. Und nur du. Also kümmere dich gut drum. Geh mal weg. So. Jetzt habe ich hier auch mal ein bisschen mehr Platz. Also das Sofa legen, stellen wir nochmal dahin. Denn ich habe jetzt wirklich eine Idee. Und dann müssen wir auch demnächst den Funkleitstrahl, muss ich da mal oben aufbauen. Das eigentlich, während wenn man hier dann baut, oder während ich hier dann bei einem Bauen bin, dass vielleicht, ich muss mich mal drehen, dass vielleicht dann schon 1, 2 Siedler kommen, die dann... das ist so schade mit diesem blöden Schrotthaufen, dass man den nicht machen kann. Was ist das denn? Aushilfe gesucht. Das nehme ich mal, Aushilfe gesucht. Ich nehme das einfach mal an mich. So, und dich stelle ich mal irgendwie so in die Ecke. Naja, fast so. Dann kommt das Sofa. Das stelle ich mal irgendwie so hier hin. Und dann kommt das Ding noch. Das stellen wir mal hier so hin. Der Fernseher. Der Fernseher kann ja... Ab wo machst du keinen Strom mehr? Da funktioniert es noch. Da hinten auch an der Wand. Okay. Geht das? Ja, klar geht das. So, dann kaschieren wir hier noch ein bisschen durch das machen wir mal ganz anders. Wir werden hier Möbel und so ein diesen Beistelltisch, der so ein bisschen eleganter ausschaut. Vielleicht kaschiert er auch ein bisschen elegant den ganzen Dreck weg. Da ist er. So. Den stellen wir jetzt auch nochmal dahin. Und dann denke ich mal, kommt dann hier. Dann machen wir hier mal sowas so dahin. Also Hauptsache kaschieren. Kaschieren ist das Wichtigste überhaupt. Und hier kommt eindeutig auch die Minuteman-Fahne. Obwohl, nein, wir sind im Wohnraum. Die Minuteman-Fahne hänge ich drüben auf. Und hier kommt ein großes Bild hin, was dieses Loch hier einfach verstecken würde. Jetzt sagt mir nicht, der Fernseher ist im Weg. Nein, so möchte ich es ja auch nicht. Jetzt echt? Der Fernseher ist im Weg? So. Nein. Nein. Oh. So, nochmal. Geht es jetzt? Ein bisschen gerade. Jo, damit kann ich leben. So, der Fernseher kann wieder zurück, wenn er noch passt. So, na, genau. So. Ja. Ja, das hat was. Wir brauchen noch ein kleines Wohnzimmertischchen. Das fehlt hier noch. Das ist zu wuchtig für einen Tisch. Irgend so einen kleineren. Das sind hier die ganzen Esstische. Waren die weiter hinten oder habe ich jetzt... Wo sind sie? Der ist mir da. Da, nehmen wir doch hier noch so einen Esstisch. Okay. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, was man da hin macht.
Das weiß ich noch nicht. Gegebenenfalls, doch klar, ich habe eine Ahnung. Bin ja nicht blöd. Nee. Gastronomie. Die Gastronomie. Und dann, wie groß bist du denn? Das ist ein bisschen übertrieben groß, ne? Und wenn ich sage, ich pack... Der passt da definitiv nicht hin. Es sei denn, ich nehme... Nein, das ist so... Na, aber das ist... Ja, ja, jetzt gehen... Geht die ganze Überlegung los. Okay, wir können so machen. Ich fände das immer noch eine gute Idee. Wenn man jetzt... man muss den auch richtig rum hinbauen. Wenn ich sage, pass auf... So. Nein. Oh, jetzt bleib doch mal. So, jetzt stehe ich auf dem Tisch. Nicht mehr. Wieso willst du dich denn da nicht hinstellen? Dann setze ich dich halt jetzt erst einmal so ab. So, und den jetzt noch ranschieben, soweit es geht. Ach komm, nochmal. Vielleicht gehen wir mal einfach auf die andere Seite, so. Und den jetzt nochmal, soweit es geht, ranschieben, weil jetzt fängt er schon an rumzumacken. Ich verstehe aber nicht, warum. Was stört ihn hier? Oder ist es, sobald er ein bisschen auf Schutt kommt? Ja, dann müsste er hier wieder grün sein. Blau sein. Okay, wir versuchen es erstmal. Millimeter. So, das ist schon zu viel. So. Und noch ein bisschen. Geht schon nicht mehr. Den drehen wir jetzt noch ein bisschen gerade. Und da ist schon Feierabend. Okay. Okay. Kann ich den denn noch ein bisschen zurücksetzen? In der Gesamtheit nur einfach ein Ticken zurück. Okay, das ist schon genug. Warum nur? Das ist so eine Sache, verstehe ich irgendwie überhaupt nicht. Aber ist ja jetzt auch egal. So. Was mache ich denn hier? Weil ich glaube, so ein halbes Ding kriege ich natürlich nicht mehr ran, weil das, glaube ich, nicht über Eck geht. Natürlich nicht. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Deswegen Möbel. Tische, Regale. Die haben doch diese Armaturfläche oder sonst irgendwas. Behälter? Irgendwo habe ich das doch eben gesehen. Nein. Die sind aber auch nicht schlecht, aber ich glaube, das Ding passt erst recht nicht hier rein. Nein. Okay. Hätte ja sein können. Passt du hier zufällig rein? Nein. Schade. Das sind alles so... Naja, Wäschekorb brauche ich nicht. Es wären alles so günstige Dinger gewesen. Frage ist, ob wir diese da... Diesen hatte ich hier überlegt. Aber Mai, wenn ich mir die Größe anschaue, gehe ich nicht davon aus, dass ich den hier auch noch reinkriege. Nein, nein. Okay. Es war nur eine Überlegung. Weil einfach hier jetzt so eine blöde Ecke ist, die frei ist. Da haben wir den Schemel, die Theke. Aber die würde da auch nicht passen. Nein, nein, nein. Was bist du denn? Ein Wagen? Und dann haben wir noch dieses Ding. Ein Waschbecken. Na toll.
Könnte man hier ein Waschbecken oder ein Klo oder ein Spender? Der Spender würde hier reinpassen, aber ich glaube nicht, dass der Spender auf dem Boden gehört. Ich glaube, der gehört eher... Ach, gehört er an die Wand? Oder kann man den auch auf den Tisch? Auf den Tisch, siehst du? Der Spender gehört definitiv nicht auf den Boden. Schade. Und dann haben wir nur unsere Sportgeräte. Und was ist das? Ein Projektor? Das ist natürlich auch nicht schlecht. Was macht der denn? Und nochmal so eine Theke. Okay, jetzt verranze ich mich. Okay, ich möchte da gerne das Loch zu haben, dass man wirklich optisch die Abgrenzung zwischen hier ist, Arbeit, ja, was ist das denn? Hier ist Arbeit und da ist Vergnügen. Ja, super. Das sieht doch aus wie ein kleines Kühlschrank, wie ein kleiner Kühlschrank, so kleines Kühlschrank. Gut. Dann, hier. Ach so, die müssten doch... Ach so, ich habe hier wahrscheinlich keinen Strom, ne? Die leuchten erst hier drüben bei Strom. Deswegen glaube ich, werden die hier nicht passen. Und da gibt es ja die mit dem... Falls ich das noch nicht erwähnt habe, die Alternative, genau diese... Hier, Jamaica Plain. Das hängen wir doch mal ganz nice hier hin. Das ist nun mal das Wichtigste. Und dann haben wir nun mal unsere Bar hier. Und für die Bar gibt es, wenn... Oh, ich schon eng kalkuliert meine Bauweise, wenn ich das mal sagen darf. Was los? Ach, die brauchen auch Strom. Habe ich es mir doch gedacht. Habe ich es mir nicht gedacht. Okay, das heißt, ich muss doch nochmal... Hier oben brauchen wir auch noch Licht. Ich muss doch nochmal... einen Stecker hier oben aufs Dach. Aufs Dach. Ein Stecker. Und da reicht, glaube ich, auch dieser... Bodenstecker. So. So. Und wenn wir schon dabei, wenn ich schon hier oben drauf bin, können wir gerne auch noch mal da so ein Ding hinbauen. Und Lasergeschütz. Schrotflintengeschütz. Raketengeschützturm. Ist jetzt auch nicht schlecht, ne? 15 Schaden. Scheinwerfer. Laser. Dann bauen wir doch einfach hier mal so ein Laser-Ding und hängen es hier an Strom. Genug Strom müssten wir ja eigentlich noch haben. Haben wir. Und dann würde ich sagen, also die Verteidigung steht hier. Die Verteidigung steht. So, ach, ich wollte doch, Mensch, wenn ich schon hier bin, ich wollte doch auch meinen Funkleitstrahl, wenn ich schon auf dem Dach bin, ne? Kann man das doch, ups, kann man das doch gleich mitmachen. Sehr schön. Und dann bin ich mal gespannt. Momentan 2. Ich bin gespannt, was am Ende da rauskommt. So, ich bin hier unten noch nicht fertig. Und zwar... Wie man sieht, sehr schön. Und ich hoffe, wir müssen nicht... Nein, müssen wir nicht. Das ist sehr toll. Ich möchte noch... Wir haben jetzt Kaffee. Ein Nuka-Cola, denke ich mir. Wäre hierfür auch nicht schlecht. Haben wir denn... Boston Bugle? Okay. Nuka-Cola, Baseball,
Der Silver Shroud. Was ist das? War Machine. Hey, komm, dann nehmen wir doch hier. Na. Okay, da backt er rum wahrscheinlich wegen. Wegen der Tür. Wegen der Tür wahrscheinlich. Ich guck mal. Gehe ich mal nah genug ran. Dreh ihn mal ein bisschen. Und dann befestigen wir ihn einfach so. Das dürfte doch auch gehen. Okay, das geht.